So, willkommen hier zu einem neuen Video. Wir haben das Unboxing unterbrochen. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem Thema Panzerglasfolie auf ein niegelnagelneues Samsung Tab S2 anzubringen. Okay, Installationsanleitung. Reinigen Sie das Display gründlich mit dem beliebigen Feuchtigkeitstuch. Trocknen Sie abschließend das Display mit dem antistatischen Tuch. Achten Sie hier besonders auf einen fussel- und staubfreien Display. Display. Benutzen Sie GGFES. Gegebenenfalls. Ja, gegebenenfalls. Ich habe gedacht, das heißt nur GGF. Nein. Okay. GGFS. Den Klebestreifen, um letzte Staubreste auf dem Display zu entfernen. Ziehen Sie mit Hilfe des Klebestreifens die Schutzhülle des Panzerglases nach und nach ab, damit sich kein Staub aus der Luft auf den stark Haffede. Weiter. Nicht lachen. Hallo. Auf den stark haftenden Silikonbeschichtungen der Rückseite des Panzerglases absetzen kann. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt zwischen Ihren Fingern und der Silikonbeschichtung des Panzerglas. Der Panzerglasfolie. Legen Sie das Panzerglas exakt und vorsichtig auf das Display. Die Silikonklebeschicht saugt das Panzerglas größtenteils von sich selber fest. Und zwar an das Display. Abschließend können Sie die Panzerglasfolie gleichmäßig und leicht mit den Fingern aufs Display drücken. Ihr Display ist jetzt optimal geschützt. Los geht's! So, wie geht's jetzt nochmal? Ich weiß, der war nicht komisch. Das war nämlich purer Ernst. Warum schmeißt du das jetzt? Also du hast schon eins, okay. Das ist die Folie und das wird jetzt richtig komisch. Also, du musst es noch sauber machen. Ja, wir können das hier abziehen. Ja, dann ist aber schon freiliegend. Ja, schon klar. Aber nur, dass wir... Okay, wir müssen das dann so draufpappen. Weißt du, aber warum... Das ist ja blöd. Da müssten doch normalerweise zwei Löcher sein. Nee, das ist egal. So ist es bei der Handyschutzfolie auch. So muss das Ding letzten Endes drauf sein. Ist wurscht. Und das wird jetzt eine Herausforderung. Also, wir haben hier einmal... Wipes Remove Excess Dirt. Red 1. Was heißt das? Nass im Endeffekt. Feuchttuch. Okay. Feuchttüchler im Schwäbische. Feucht. Gut, das heißt, es sind wahrscheinlich auch so Alkoholtücher. Das passt ja nicht zu dir. Oh ja, das ist eher mehr Uhu. Aha. Alter. Man sieht mit dem Licht alles. Hey, was hast du gesagt? Ich hab nix gehört. Schwanz. Was hast du gesagt? Das ist schlimmer geworden. So, jetzt schnell. Noch nicht. Läuft. Scheiße. Hey. Also, pass auf. Wir ziehen das jetzt ab und wollen danach... Das geht doch gar nicht. Wie meinen die das? Also wir müssen ja von unten anfangen, dass wir das hier optimal da haben, oder? Ja. Wir können ja nicht die Folie zur Hälfte abziehen, da draufkleben und dann so runtergehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe bisher nur Folien drauf gemacht, nicht Panzerglas. Aber das ist ja genau das Gleiche im Endeffekt. Wir machen es jetzt einfach mal. Es können 13 Euro kaputt sein, wenn das nicht hinhaut. Also... Ganz sicherlich nicht. Das reibt sich. Ja, aber jetzt warte mal. Passt das so? Jetzt ist es weg.
Das ist nicht gut. Tja, wir haben die Folie angebracht. Tramp erläutert uns das Problem. Ja, also die Folie würde an sich passen. Wir haben es ein paar Mal rumprobiert, ein paar Mal wieder abgezogen, wieder drauf gemacht, abgezogen, drauf gemacht, ein bisschen rumhantiert. Und jetzt ist da, das kriegt man, glaube ich, nie im Leben eingefangen. Nee, das will er nicht. Nee, ja. Das ist zu nah. Auf jeden Fall ist das die Silikonschicht am Rand von der Folie ist an einer Stelle so ein bisschen weggegangen und das heißt, da kommt jetzt die ganze Zeit Luft rein. Und das sieht man hier vielleicht, ja, das sieht man auf jeden Fall, dass da die Luft jetzt immer wieder reinkommt. Aber sonst würde die an sich ganz gut passen. Aber es ist schwierig, also Folien aufziehen, das hasse ich. Ich auch, da kann man so viel falsch machen. Mhm. Wenn das einmal nicht richtig sitzt, da geht's da unten um 1 Millimeter zu weit nach unten, dann passt das ganze Ding wieder nicht. So ist es. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht zum Händler und sagt, hier, mach das für 2,50. Der macht es dir nicht, nur wenn du es bei dem kaufst. Wenn du bei dem die Folie kaufst, dann macht es dir. Wenn du die nicht kaufst, dann kannst du dem auch 20 Euro geben. Dann macht das nicht. Das ist doch absolut irreal. Was ist das? Nein, das ist so. Das machen die normalerweise nicht. Nein. Aber das ist doch Quatsch, ist das. Na, hör mal, wenn ich zu dir sage, ich zahle dir 100 Euro, wenn du mir die Folie da drauf machst, die Folie kostet 10, du kaufst sie nicht bei dem, würdest ihm aber 100 Euro zahlen und er macht das nicht. Aber das gehört normalerweise nicht zu den Services. Meine Meinung auf jeden Fall, das war's. Die Folie macht einen guten Eindruck, kann man nichts sagen. Verpackung macht einen guten Eindruck. Definitiv, aber sieht ganz gut aus. Also Folie kostet 12 Euro. Und wenn man das halt verkackt, sind 12 Euro Folie weg. Richtig. Darum kaufe ich mir kein Panzerglas und ich habe nur so eine normale Folie drauf gemacht. Aber die ist auch nicht besser. Die ist nicht besser, aber die ist einfacher zum Draufmachen. Ich spüre da, also ich finde eher das einfacher statt irgend so eine Plastikfolie, wo nur zum Schutz von Verkratzen dient. Ja, aber ich sag mal so, wenn du da ein bisschen verkackst, ist gerade egal. Da, hier merkst du es mehr, weil da hast du keine Folie, die sich so ein bisschen an manchen Stellen noch, also die würde hier jetzt sowas nicht geben. Da würde die nur so, da oben so ein kleines Bläschen machen. Mhm. Weil die halt ein bisschen elastischer ist als die. Deshalb finde ich die ein bisschen besser. Aber das ist Ansichtssache. Aber das war's von diesem Video. Wir dürfen es nicht allzu lang machen, weil sonst wird das ja nicht so heiß. Also in dem Fall, tschüss! Tschüss!